Knallige Farben, quadratisches Format und öffnen mit dem Knickpack. Von Waldenbuch gehen Sie in die ganze Welt. Täglich verlassen 3,5 Millionen Tafeln das Rittersportwerk. Jetzt soll die Tafel, die sich seit Jahrzehnten bewährt hat, grundlegend verändert werden. Papierverpackung statt Plastik und Kakao von der eigenen Plantage. Uns ist schon der Anspruch, wenn wir eine Kakaofrucht auf unserer Farm anbauen, dass wir sie auch ganzheitlich verwerten wollen. Rittersport will in die Zukunft und das nicht nur mit Schokolade. Kakaolimonade ist eine Idee. Und nach was schmeckt euch der Kakao wieder? Irgendwie nach Apfelsaft. Nach Apfelsaft? Doch Papier statt Plastik wird die größte Herausforderung. Das ist einfach ein wahnsinniges Gut, was wir da haben, dass der Verbraucher uns vertraut. Die ersten Tests mit Papier zeigen blassere Farben. Der Knickpack öffnet sich nicht so wie gewollt. In Waldenbuch arbeitet das Team um Katja Binder und Franziska Siegel daran, die nachhaltigere Alternative zu entwickeln. Papier hat ein besseres Image als Plastik und ist vor allem leichter zu recyceln. Noch ist es nicht gelungen, ein Material herzustellen, das den Ansprüchen der Schokoladenverpackerinnen gerecht wird. Wir hatten damals eine Kokos abgepackt und man sieht es hier, glaube ich, ganz gut. Wir haben halt einfach wirklich einen Austritt von Fett, was für eine Kunststofffolie kein Problem ist. Und beim Papier haben wir mal durchaus ein Durchfetten. Die Knusperflakes hat uns auch vor große Herausforderung gestellt. Wenn man hier so eine Spitze hat, die einfach aus der Schokolade rausschaut, dann kann es beim Papier dazu führen, wie jetzt hier an der Stelle, dass sich die Spitze durch das Papier drückt und dann einfach das Material beschädigt und ein Loch hinterlässt. Wir sehen, dass viele Papiere wirklich super gute Barrieren haben, aber dass die einfach im Packprozess beschädigt werden. Das ist so die größte Herausforderung, mit der ich mich beschäftigen darf. Und da ist natürlich immer noch die Gefahr, dass man gar kein Papier findet, was den Anforderungen genügt. Der erste Prototyp in Papier hat zahlreiche Probleme aufgedeckt. Vor allem die seit Jahrzehnten bewährte Öffnungstechnik, der Knickpack, funktioniert mit Papier noch nicht. Mal da den Druck ein bisschen erhöhen. Die sind auch noch offen. Ja. Also den Folienlauf muss ich auch noch einstellen. Hier sieht man eben ganz schön, dass das Siegelprofil quer zur Tafel verläuft. Das heißt, wir haben hier diese Profiltiefen drin. Beim Öffnen der Tafel sieht man hier schön, dass die Rückensiegelnaht sich gut öffnet. Wenn ich nun aber hier die Quersiegelung weiter aufziehen möchte, dann sieht man schön, dass hier durch dieses Querprofil sich die Siegelnaht nicht schön öffnen lässt, dass es jedes Mal verhakt. Aber ist es denn tatsächlich so relevant, wie man an die Schokolade rankommt? Kirsten Ullmann hat nachgefragt. Dann haben wir bei den Prototypen zum Beispiel, war es uns ganz wichtig, auch Verbraucherfeedback zu bekommen. Das heißt, wir haben einen QR-Code integriert und haben das Ganze tatsächlich als Testaktion auch deklariert. Die Ergebnisse haben gezeigt, per se, Konsumenten finden das super, wenn wir unsere Tafeln in Papier verpacken. Aber dann soll eben auch das Knickback funktionieren. Und da war es dann tatsächlich so, dass das nicht so funktioniert hat, wie man sich das normalerweise vorstellt. Das Team will erstmalig eine Sonderedition mit Papierverpackung in einen deutschen Supermarkt bringen. Das bedeutet Stress, denn bis dahin muss das passende Papier gefunden werden und der Knickback funktionieren. Rittersport gehört zu den 5 größten Schokoladenhändlern Deutschlands mit mehr als 30 Sorten im Angebot. Dazu kommen saisonale Sondereditionen. Nicht nur die Verpackung soll nachhaltiger werden, auch bei der Herkunft des Kakaos will das Unternehmen neue Wege gehen. Ein Großteil des Rohstoffs soll zukünftig von der eigenen Plantage El Cacao in Nicaragua kommen. Hauke Will ist von Anfang an dabei. Als gelernter Lebensmitteltechniker war er zunächst für die Sortenentwicklung bei Rittersport zuständig. Inzwischen gehört seine Leidenschaft ganz dem Kakao. El Cacao haben wir uns lange Gedanken gemacht, schon über 10 Jahre her, uns damit beschäftigt haben. Und das Schwierige war dann eben die Veredelung der Pflanzen. Das ist auch das, was nachher eigentlich selber den guten Kakao ausmacht. Für uns war ganz klar, wir wollen
qualitativen Kakao. Wir wollen eine gewisse Preisstabilität haben. Und wir wollen vor allem sicherstellen, dass er wirklich nachhaltig ist. Weil selbst wenn du ihn zertifizierst und all sowas, bist du noch weit davon entfernt, wirklich zu wissen, physisch zu wissen, dass er hundertprozentig nachhaltig ist. Wenn du ihn selber anbaust, dann hast du es in der Hand. Auch die Qualität des Kakaos lässt sich durch den Eigenanbau bestimmen. Naja, wenn dann richtig gut veredelt worden ist, dann sehen wir, dass der Baum auch endlich Früchte trägt. Und ja, finde ich ein sehr schönes Bild von Alfred Ritter und seiner Schwester Mali Hoppe Ritter. Der Enkel des Firmengründers engagiert sich schon seit den 90er Jahren gemeinsam mit seiner Schwester für bessere Bedingungen beim Kakaoanbau in Nicaragua. Man kann Kakaoanbau recht ökologisch machen. Und auch für die Menschen sehr bekömmlich. Und das ist eigentlich schon so eine Vision, so harmonisch mit der Welt umzugehen. Wir haben es geschafft, darauf bin ich ganz besonders stolz. Als wir da hingekommen sind, war Nicaragua weit hinten und wurde jetzt vor 3 Jahren zum Edelkakaoland erklärt. Und es liegt daran, mindestens zum großen Teil, dass wir dauernd gute Kakao gekauft haben, dauernd Bauern geschult haben in der Fermentation, in der Kakaonachbehandlung, sodass der Kakao auch besser wurde. Rittersport will langfristig Kakao nur aus direkten Partnerschaften beziehen. In Nicaragua bauen rund 3.500 Kleinbauern für den Hersteller Kakao an. Hauke Will ist regelmäßig selbst vor Ort. Wir haben zu Anfang uns einfach, muss man ganz banal sagen, am Schreibtisch damit auseinandergesetzt, alle Vor- und Nachteile abgewägt und sind am Ende des Tages doch in Nicaragua hängen geblieben, weil wir aber schon lange Erfahrung in dem Land hatten durch unsere Ankaufsstation seit 20 Jahren. Und ja, das Schöne, ich bin seit der ersten Stunde dabei und konnte es von Anfang an begleiten. Und ich glaube, was man heute sieht, nach 10 Jahren, spricht schon für sich. Die 2500 Hektar große Plantage wird knapp zur Hälfte mit Kakao bepflanzt. Die andere Hälfte sind Wälder, die unangetastet bleiben. Mit rund 400 Rittersportbeschäftigten wird die Plantage betrieben. Das Unternehmen bemüht sich, neben ökologischen auch soziale Bedingungen zu verbessern. Deswegen haben wir auch uns sehr viel mit beschäftigt, als schwäbisches Unternehmen, dass es dort gute Sachen gibt, die so semi-automatisiert sind, die auch im Ursprung funktionieren. Die übliche Öffnung der Kakaofrüchte mit der Machete ist mühsam und gefährlich. Daher hat Rittersport einen eigens entwickelten Fruchtschneider installiert. Nach der Öffnung werden die Kakaobohnen entnommen. Die Fruchtschalen dienen anschließend auf dem Feld als Dünger. Die Bohnen werden fermentiert, dabei mehrfach gewendet und anschließend getrocknet. Hauke prüft persönlich die Verarbeitung des Kakaos. Wir haben irgendwo auch die Möglichkeiten gesucht, was können wir anders machen, was können wir Innovatives machen, was vielleicht nachher im Produkt irgendwo erlebbar ist. Und das war so ein bisschen vielleicht für mich auch so die Initialzündung oder die Liebe zum Kakao, die damals entstanden ist. Einfach zu sehen, Kakao ist halt nicht nur irgendwo die Verarbeitung eines Rohstoffs, sondern da steckt viel, viel mehr drin und man kann so viele schöne Dinge im Kakao entdecken, die wir alle auf El Kakao jetzt auch umgesetzt haben und mitgenommen haben. Kakaosaft ist normalerweise ein Abfallprodukt der Kakaoernte. Hauke will das ändern und entwickelt mit seinem Team neue Produkte, die die ganze Frucht verwerten. Für das Haltbarmachen des Saftes wurde eine eigene Anlage eingerichtet. Darüber wollen sich Alfred Ritter und Andreas Ronken im Videocall selbst ein Bild machen. Was macht unser Lieblingsprojekt Kakaosaft? Wir haben jetzt in den nächsten Wochen, Monaten natürlich auch mehr Kakao, logischerweise auch mehr Kakaosaft. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir auch die Produkte hintenrum dann die Menge verwerten können, dass wir da entsprechend den Marktzugang kriegen für den Kakaosaft, den wir produzieren. Naja, und Kakao Inada, die Schokolade, nach vorne bringen. Als ein erstes Produkt mit Kakaosaft hat Rittersport eine Limited Edition Schokolade auf den Markt gebracht, die nichts anderes als Kakaofruchtbestandteile enthält. Die Kakao Inada. Die neueste Idee ist eine Kakaolimonade. Hauke zeigt die Installation der neuen Pasteurisationsanlage. Wir kriegen den Saft in diesen gelben Fässern hier aus dem Prozessamento angeliefert. Ausgelegt ist die Anlage auf bis zu 300-400 Liter pro Stunde. Aktuell brauchen wir gar nicht so viel Kapazität, also wir gehen ja davon aus, dass wir in den nächsten Jahren mehr Saft gewinnen können. Also von daher sind wir sehr zufrieden mit der Anlage. Die Maschinen sind so entwickelt, da braucht man sich keine Sorge mehr drum machen. Ja, ich sag mal, also ich find super, dass wir beim Kakao jetzt auch wirklich den Kakaosaft, der sonst standardmäßig verworfen wird, dass wir den benutzen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, da steckt total viel Potenzial drin für
Kakaozucker, den wir in Schokolade einsetzen können, vielleicht mal irgendwann in der Kakaoklasse oder jetzt auch als erfrischendes Kakaosaftgetränk. Und das finde ich super. Herr Hauke, mach's gut. Ciao. Ciao. Saludos. Während Hauke sich um den Inhalt kümmert, ist das Team Papier dabei, weitere Schritte in Richtung nachhaltigere Verpackung zu gehen. Das richtige Papier, das sich gut bedrucken lässt und gleichzeitig die Schokolade schützt, ist noch nicht gefunden. Die unterschiedlichen Papieroberflächen, aber doch wirklich das Ausdruckverhalten bezüglich Lesbarkeit und aber auch Farbwirkung. Wenn ich jetzt rein nach Haptik gehe, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber dann wäre tatsächlich das mein Favorit. Kirsten Ullmann möchte, dass die Papierverpackung auf den ersten Blick als Papier erkennbar ist. Wir stellen uns mal vor, Konsument läuft durch Supermarkt, sieht Rittersportprodukte. Dann wäre es halt ideal, wenn das Produkt schon Papier spricht. Und dann ist es uns natürlich wichtig, dass von der Haptik das erfassbar ist, aber trotzdem, dass man einfach merkt, das fühlt sich anders an als jetzt Folie. So ehrlich müssen wir auch sein, die Entwicklung ist nicht am Ende. Und wir werden am Anfang jetzt sicherlich Kompromisse machen müssen, um dann Schritt für Schritt wirklich besser zu werden. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich elementar, weil es für uns in der Produktion große Schritte sind. Das andere ist tatsächlich beim Markenauftritt. Wir haben nur diese eine Marke. Jeder kennt uns als farbige Marke. Ich habe mit Verbrauchern gesprochen, die reden von Nougatblau, die reden von Marzipanrot. Es ist einfach wichtig, dass der Verbraucher, auch wenn wir auf Papier umstellen, noch seine Farben, seine Sorte wiederfindet. Und das darf natürlich dann durch die Umstellung nicht verfremden. Wir haben hier die Chance, wirklich was zu bewegen. Wie oft schenkt man dir das Vertrauen als Team, als Experte, wirklich die Verpackung, die genial ist, mit dem Knickpack. Also wir können stolz sein auf die Verpackung, so grundsätzlich zu hinterfragen und einfach was Neues zu machen. Team-Meeting mit dem Maschinentechniker Frank Schmidt. Frank erklärt, woran der Knickpack momentan scheitert. Das liegt daran, dass die Kraft einfach nach außen wandert und gegen das schräg verzahnte Profil drückt und somit hier die Risse entstehen. Das wäre meine Idee, wir drehen einfach das Profil, also aktuell ist hier quer verzahnt, wir verzahnen es dann der Länge nach, super, dass beim Knicken praktisch die Kraft nicht gegen die Verzahnung arbeitet, sondern entlang. Das ist quasi mit. Genau, du reißt es mit auf. Klingt erstmal simpel, die Naht also längs statt quer. Mal sehen, ob es tatsächlich so einfach ist. Die neue Versiegelung könnte auch schonender zum Papier sein. Das Papier wirklich durchgestanzt wird. Ja, machen wir auf jeden Fall. Mhm. Ja. Bedeutet, wir würden mal weitermachen. Was ist denn dein Vorschlag? Ja. Hier? Das muss man optimieren, okay. Entwickeln und geht auch nicht von heute auf morgen. Okay. Bräuchte bestimmt eine Vorlaufzeit von 5-6 Wochen, ja. Sage ich mal. Mhm. Genau. Super, machen wir. Ja, bitte startet die Entwicklung. Okay. Die erste Limonade ist nun fertig. Aber schmeckt sie auch? Premiere der Kakao wieder in Waldenbuch. Kakaosaft ist erst seit einem guten Jahr als Lebensmittel überhaupt zugelassen in Europa, in der EU. Und wir auf unserer Farm in Nicaragua haben halt riesige Mengen an Kakaosaft, was sonst normalerweise einfach wegfließt in der Fermentation. Und das ist für uns so schade. Wir haben gesagt, wenn wir schon so leckere Kakaofrüchte haben, dann wollen wir den Saft auch nutzen und haben ein genaues Getränk daraus entwickelt. 5 Zutaten enthält das Getränk. Kakaosaft, Wasser, Kohlensäure, Kakaotee, ein Aufguss aus dem getrockneten Fruchtfleisch der Kakaofrüchte und Zucker. Schön, da kommt noch eine Hand von hinten. Und nach was schmeckt euch die Kakao wieder? Irgendwie nach Apfelsaft. Nach Apfelsaft? Nach was noch? Maracuja, okay. Noch eine andere Idee? Tomatensuppe. Tomatensuppe, oha. Damit bist du der Erste heute. Das schmeißt man weg. Das läuft einfach bei der Fermentation läuft das ab. Und da haben wir gesagt, das passt nicht zu unserer Denke, dass wir einfach Sachen wegschmeißen, die Lebensmittel sind, die gut sind. Da müssen wir was draus machen. Dann kann man ja nur hoffen, dass die Sache funktioniert. Ja, lecker ist er, hoffe ich. Und, du hast schon leer? War gut? Mag noch einen Schluck. Weißt du auch, was man aus den Kakaobohnen dann macht? Das ist ja Kakaofrucht. Was denn? Schokolade. Ja, genau. Bereits 1912 wird in Bad Cannstatt der Grundstein für die Rittersportschokolade gelegt. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen Süßwaren. Und die Ideen scheinen nicht auszugehen.
Also wir haben Spaß an der Produktion. Ja, und es ist wirklich so, es macht Spaß. Und da fällt einem natürlich allerhand ein, den nächsten Schritt zu gehen. Das war aber in dieser Firma immer so. Das hat mein Großvater gemacht, das hat mein Vater gemacht, das mache ich so. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Man denkt ans Nächstliegende. Schön ist es, in den goldbraunen Kakaobohnen zu wühlen. Aber noch ist es ein weiter Weg bis zur fertigen Schokolade. Der größte Schritt hat mein Vater gemacht, voll aufs Quadrat zu setzen. Aber das war damals auch eine Notwendigkeit. Ich weiß das, ich war in der Zeit noch Kind, der gesagt hat, ja, wir sind eine von den kleinsten Schokoladefabriken in Deutschland. Wir werden untergehen, es sei denn, wir machen was anderes wie alle anderen. Mein Vater hat sehr viel an dem, was Rittersport heute ist, ist seine Leistung. Das muss man einfach sehen. Die neuen Bauteile für die Verpackungsmaschine sind angekommen. Noch ist ungewiss, ob sich das Problem des Knickpacks so lösen lässt. So, also der Siegelkopf, der wäre jetzt ausgebaut. Der nächste Schritt wäre dann die Demontage von den aktuellen Siegelbacken und die Montage von den neuen Papiersiegelbacken. Hier sieht man jetzt die neuen Papiersiegelbacken mit einer Querverzahnung. Hier sind die aktuellen Ziegelbacken mit einer Längsverzahnung. Franziska und Frank lassen die ersten Papierverpackungen versiegeln. Für den Test noch ohne Schokolade. Okay, also für den ersten Eindruck sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, man sieht jetzt den Druck, den Siegeldruck muss man ein bisschen nachstellen. Und die Messer schneiden noch nicht optimal. Ja, die Folie muss sich natürlich trennen. Aber sonst sieht es mal ganz gut aus. Also nochmals Anpassungen machen und mit Tafeln testen. Weil oftmals verhält sich die Folie im Leerzustand ein bisschen anders wie mit Schokolade. Und um jetzt zu sehen, wie es sich eben verhält, legen wir die Tafeln ein. Frank, wie viele Tafeln hättest du gerne? Mir reichen 6-7 Tafeln. Okay. Ah, jetzt guck mal. Läuft. Okay, Franz, ich würde mal sagen, für den ersten Eindruck sieht es gut aus. Tafel ist zu. Ja. Schauen wir mal, ob der Knickpack funktioniert. Ja. Lässt sich sehr schön auf, ohne dass das Material reißt. Sieht gut aus, gell? Super. Die neue Verpackungstechnik ist ein Erfolg. Endlich kann das Team die benötigte Menge für einen Test im deutschen Handel produzieren. 70.000 Tafeln. Die Verpackung stimmt. Auch die Qualität der Schokolade will das Team selbst in der Hand haben. Daher soll der Kakao für die im Papier von der eigenen Plantage stammen. Ich finde, wir haben entschieden, einfach, dass der Don Choco im Mittelpunkt steht, dass wir deswegen da den vollen Augenmerk drauf legen müssen. Die Sorte ist nach dem Maskottchen der Plantage, einem Faultier, benannt. Jetzt warten wir noch, dass das Material geschnitten wird und dann angeliefert wird und dann kann es losgehen. Also Hauke, da sind die Bohnen, frisch aus Nicaragua. Hauke Will prüft mit Ute Boas die Qualität der angelieferten Bohnen von El Cacao mit einer Schnittprobe, dem sogenannten Cut-Test. Ja, haben wir im April geerntet und die wollen wir für Don Choco jetzt nehmen, ne? Genau, dann lasst uns starten. Fehlen noch, ja? Ja. Hier unten noch einer. So, fertig. Gut, dann so hochschrauben. Das Schneiden überlasse ich dir. Ja, ich halte meines Amtes. Schönes Schnittbild. Ein paar lilane, unterfermentierte. Das ist unser Qualitätstest für die Kakaobohnen, auch Cut-Test genannt. Wir nehmen von jeder Charge so ein Säckchen weg. Und daraus nehmen wir dann Stichproben. Zweimal je 50 Kakaobohnen. Und es wird geschaut, wie viele Kakaobohnen
wie gut fermentiert sind, wie viel Kakaobohnen unterfermentiert sind, wie viel überfermentiert sind, ob welche schimmelig sind oder eben gekeimt sind. Der Cut-Test dient der visuellen Beurteilung der Kakaobohnen und wird weltweit angewandt. Um den Geschmack der angelieferten Charge zu beurteilen, stellen die beiden eine Testmasse zur Verkostung her. Ja, das Schöne bei dieser Methodik oder bei dieser Möglichkeit mit dem Mélangeur ist, dass wir halt wirklich unter sehr einfachen Bedingungen Schokolade herstellen können. Dass wir sowohl hier bei uns, aber auch auf unserer Farm in Nicaragua die Schokolade direkt ausprobieren können, weil ich es immer extrem wichtig finde, dass die den Kakao anbauen, auch wissen, wie das Endprodukt schmeckt. Und so eine Maschine, das ist kein Hexenwerk. Ne? Man tut einfach den Kakao und nippst da rein, tut den Zucker da rein. Wir haben bewusst eine Rezeptur gewählt, 80-20, 80% Kakao, 20% Zucker. Das hat einen ganz einfachen Grund, man braucht eine gewisse Süße, um dieses Aromaprofil komplett zu erschmecken. Du hast wie immer Noten 1 bis 5, beziehungsweise wenn nichts da ist, eine 0. Mhm. Aber wir fangen an mit Kakao. Schön intensiv. Ja, 3 oder 3,5. Nee, glatte 3. Gut, machen wir eine 3. Hauke und Uta bewerten bestimmte Geschmacksmerkmale wie Röstung, Säure, Bitterkeit und Fehlaromen des Kakaos. Gut, dann haben wir die Röstnote. Boah, ich glaube, das passt. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Relativ mild, ja. Gut. Das sieht man auch ganz toll. Ja, wunderbar. Perfekt für Don Choco, würde ich sagen. Ja. Nach eigenen Angaben besitzt Ritter Sport mit seiner Plantage die größte Kakaoanbaufläche eines Schokoladenproduzenten. Bis 2025 will das Unternehmen bis zu einem Viertel seines Kakaos von der eigenen Plantage erhalten. Doch woher kommt der Rest des Kakaos? Der Großteil des Kakaos, der wird in Westafrika angebaut. Die Elfenbeinküste hat einen ganz großen Anteil und baut quasi momentan doppelt so viel Kakao an wie in Ghana. Das ist dann die Nummer 2. Danach kommt Nigeria, das ist die Nummer 3. Und das sind auch eben die 3 Ursprünge, von denen wir in Westafrika beziehen. Mit direkten Partnerschaften will Rittersport Einfluss auf Qualität, Preis und Anbaubedingungen des Kakaos nehmen, der als Börsenprodukt großen Schwankungen unterliegt. Mit dem Ziel, dass wir spätestens 2025 bei den 100% sind. Das sind eben noch ein paar Schritte, die wir auch in den nächsten Jahren gehen müssen. Giovanni, darf ich kurz dazwischen fragen? Ja. Bei den Zahlen von 2021 sind da die Partnerschaften Nicaragua und El Cacao auch schon mit reingerechnet bei den 69%? Ja, also Kakao und Nica auf jeden Fall, ja. Das heißt, auch mit dem Kakao wollen wir wissen, woher der Kakao kommt und wie wir auch dort langfristig nachhaltig investieren können. Auch das Lieferkettengesetz soll für mehr Transparenz sorgen. Es wird Unternehmen ab 2023 dazu verpflichten, einen Mindeststandard an Menschen- und Umweltschutz entlang der Lieferkette einzuhalten. Ich hätte mir gewünscht, das Lieferkettengesetz wird etwas strenger, auch etwas umfassender und auch für, ich sag mal, von der Größe her, vom Gesetz her hätte man es ein bisschen anders fassen können, aber man muss ja immer zufrieden sein, dass ein Schritt passiert. Da ist, glaube ich, noch viel zu tun, aber wir haben jetzt auch schon extrem viel gemacht und ich glaube, es wäre wichtig, dass das sozusagen so als Transportmittel dient. Also Don Choco als Nachhaltigkeitsbeauftragter von Rittersport. Ja, wenn man das beim Verbraucher erzeugen könnte, das Bewusstsein, glaube ich, dann haben wir einen Riesenschritt geschafft, ne? Wirklich, dass der Verbraucher wertschätzt und auch schmeckt, dass Nachhaltigkeit eben nur da ist, wenn es den Menschen auch vor Ort gut geht und vom Kakaoanbau leben können. Dass halt der Rohstoff ein Gesicht bekommt, das ist für mich ganz wichtig. Und ich kann mich selber reflektieren, ich meine, Kinderarbeit im Kakao ist ein Thema. Ich habe selber 2 Kinder zu Hause und wenn ich mir vorstelle, dass die halt nicht zur Schule gehen und im Kakao arbeiten müssten, das finde ich schon als Mensch, als Vater von 2 Kindern eigentlich unvorstellbar für mich. Das entwickelte Papier für die neue Schokoladentafel ist in Waldenbuch angekommen. Gespannt empfängt Franziska das Material. Das gute Stück. Meinen Sie, endlich ist sie da. Ja, und sieht bisher richtig gut aus. Jawohl. Machen wir sie gleich mal rein. Sollen wir dann gleich ein paar Tafeln verpacken? Ja, ich stelle erst das Druckbild ein und dann können wir ein paar zum Testen durchlassen. Sehr gut.
Oh, sieht richtig gut aus. Ja, gefällt mir. Da können wir morgen loslegen. Ja, dann nehmen wir die Tafeln, gehen zur Katja und holen uns die Freigabe. Genau. Super. Es war ein langer Weg für das Team. Auf den ersten Blick ist alles bereit, um für den Handel zu produzieren. Fehlt nur noch Katjas kritischer Blick, bevor die Don Choco in Serie gehen kann. So, wir haben jetzt hier die ersten Tafeln. Wir haben das Material auf der Anlage. Cool. Frank hat richtig gut optimiert. Wir finden, sieht gut aus. Mhm. Darf ich mir anschauen? Wenn es für dich passt, können wir loslegen. Okay. Ich würde es mal gern brechen. Ja, super. Guck mal, ohne zu reißen. Super. Dann können wir endlich loslegen. Starten wir. Genau. Ja, klasse. Super, dann gehe ich raus, sag Bescheid. Mhm. Alles gut. Danke. Perfekt. Also ehrlicherweise sind wir natürlich extrem happy, total stolz, dass wir wirklich seit langer Zeit mal eine Tafel in Papier verpackt wieder in der Hand haben. Nach unseren Prototypen viel Arbeit, viel Zeit ins Land gegangen. Wir haben richtig, richtig tolles Papier. Und es fühlt sich jetzt richtig gut an, die Don Choco das erste Mal in der Hand zu halten und zu sehen, dass die Entwicklung sich gelohnt hat, dass es funktioniert hat, dass wir jetzt hier wirklich ein tolles Produkt in der Hand haben, was wir dann auch dem Kunden in Deutschland zeigen können, um auch zu sehen, dass wir weiter an solchen Themen arbeiten und dass wir da Fortschritte generieren können. Um direktes Kundenfeedback zur neuen Papierverpackung zu bekommen, lädt Kirsten Verbraucher nach Waldenbuch ein. Darf sie gerne anfassen, umdrehen. Aber nicht aufmachen. Nein, nicht aufmachen. Also, es knistert nicht, so wie Papier, vom Prinzip. Wie findest du die Verpackung? Ich finde die cool. Ich mag auch dieses Samtige von der Haptik her. Mhm. Spannend, weil ich es tatsächlich so noch nie gesehen habe. Also wäre für mich jetzt, wie gesagt, neben dem eigentlichen Kaufgrund, dass ich sowieso die Schokolade haben wollte, ein weiterer positiver Effekt. Mhm. Nachdem ich das auch umgedreht hatte und hier gelesen habe, was hinten drauf steht und dann vorne, Papier. Mhm. Erst da tatsächlich. Wahrscheinlich, weil das nicht, ich sag jetzt mal, nicht so dieser Eyecatcher ist. Ja, es bestätigt einfach, es ist Papier und nicht Alufolie oder Plastikfolie. Vielen Dank, dass Sie uns hier so... Wir freuen so einfach geblieben. Es ist ein kleiner Kreis von Rittersportfans, der hier seine Meinung abgibt. Keine repräsentative Marktforschung. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass man eben einfach schon ein gutes Gefühl bekommt, ist man auf dem richtigen Weg, was ist eigentlich in dem Fall jetzt relevant für die Verbraucher. Und es ist ja auch einfach spannend, wenn dann so Aussagen kommen und es ist einfach ehrlich zu sagen, nee, ist mir eigentlich egal, ob die in Papier ist oder in Folie, Hauptsache Nougat, ja? Das ist einfach für uns total wertvoll, das auch so ehrlich zurückgespielt zu bekommen, wie relevant dann Papier tatsächlich als Kaufanreiz ist. Und das hat man ja jetzt auch über die vier verschiedenen Personen gehört. Es war ganz unterschiedlich. Alles ist vorbereitet. Die Don Choco in Papier wird produziert. So, dann schauen wir uns doch mal die Don Choco an, wie sie aussieht. Hab einen schönen Glanz. Schauen wir mal, ob sie auch so schön bricht. Super, sehr schön. Kann ins Verpacken gehen. Steht uns nichts mehr im Weg jetzt, oder? Ja. Auf in Handeln. Ja, cool. Können wir stolz sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn es so die nächsten Tage durchläuft, dann ist alles perfekt. Das stimmt. Das wird's. Sind wir ja zuversichtlich, ja? Ja, das ist ja. Wenn ich mir vorstelle, wie aufwendig ist, Kakao anzubauen. Für mich ist das gute Beispiel immer, wir haben eine Frucht des Kakaobaums, also eine Kakaofrucht, entspricht eine Tafel von der Don Choco Tafel, die wir hier haben. Und wenn man einfach mal sich vorstellt, und wie viel Aufwand diese Frucht produziert wird, angebaut wird, und jeder Verbraucher sich immer vorstellt, was für ein Weg dahinter steht, was für ein Aufwand dahinter steht, ich glaube, dann wird man sich nochmal bewusst, was das Produkt eigentlich wirklich wert ist. Der Weg des Kakaos, bis er in dem Produkt drin ist, der ist schon ganz schön groß.